Freunde, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. So, wir sind im südlichen Teil von Winterquell fertig. Ja, wir haben Umbranse besiegt hier in Mazzuril in der Höhle. Das war schon ziemlich spektakulär. Wir waren hier ganz im Süden in der Frosthauchschlucht. Hier haben wir übrigens auch tatsächlich den Tiefentunneler besiegt. Ja. Insgesamt bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Warum haben wir hier eigentlich eine Mob-Anzeige? Achso, weil er hier sein sollte, ja. Aber ist hier nicht. Ist hier jedenfalls gerade nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben den auch schon mal gesehen. Ihr erinnert euch, die Leiche haben wir hier schon mal gesehen. Der hat übrigens verschiedene Spots. Hier kann der sein oder hier kann der sein. Mal gucken, vielleicht ist er hier. Würde ich ja auch persönlich nochmal erledigen. Es gibt keinen Meta-Erfolg, wenn man alle Rahmen-Mobs einmal erledigt hat, oder? Also diese normalen Rahmops hier, diese Classic Rahmops. Oh, ein großer Opal. Der ist aber leider auch nichts wert. Früher waren die alle mal irgendwie was wert, aber mittlerweile. Wir haben übrigens keine Post aus dem AHA, das heißt die Sachen, die wir eingestellt haben, das war gestern Abend, die haben wir nicht wiederbekommen. Ich laufe hier einmal mal um den Kelterilsee herum und gucke, ob ich hier den Drachen finde. Den guten Azurus. Maybe. I'm the lucky one. Ja, da ist er. Die sind ja auch eigentlich nicht... Die haben... Es ist nicht... Also ich glaube, die spawnen alle relativ schnell und regelmäßig. Man muss einfach nur zu der Stelle hin. Ja? Es ist halt auch mega gut fürs Leveln. Ja, weil ich mag das Wort mega ja eigentlich nicht, aber es ist halt einfach so. Es ist einfach nur mega gut zum Leveln, weil man einfach... pervers viel Erfahrungspunkte für so einen Rahmob bekommt. Wir sehen es halt immer nicht, weil wir halt eine EP-Sperre drin haben. Aber dennoch, wenn es dann mal prockt, beziehungsweise wenn es dann mal prockt, was ich wieder für einen Dünnpfiff erzähle, wenn man ihn dann mal erledigt, dann hat man echt immer richtig viel Erfahrungspunkte. So, hier komme ich übrigens nicht hoch. Ich muss entweder links oder rechts. Ich gehe mal links. Hier müsste ich hochkommen in der Tanne vorbei. Tan hat übrigens einen ziemlich dicken Stamm hier, im Vergleich zur Höhe. Oh nee, hier kommt... Oh nee, oh, oh. Oh, fuck's sake. Dies hasse ich ja auch, ne? Never mind, wir wollen nach Sternfall. Generell sind die ganzen Questgebiete, die ganzen Valyria-Questgebiete gar nicht so umfangreich, wie jetzt zum Beispiel die neueren Questgebiete. Liegt natürlich auch daran, dass wir hier in Azeroth eine Fülle an Questgebieten haben, während wir dann, keine Ahnung, gehen wir auf die verheerten Inseln, ja, Warlords of Draenor, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebiete mit Argus. Also gut wie nix. Oder Battle for Azeroth können wir auch gucken, ja, wenn wir bei Battle for Azeroth gucken, Kultiras, ja, sind es 3 Gebiete. Entsprechend sind die umfangreicher. Und während diese Vanilla-Gebiete halt relativ schnell abgearbeitet sind. Deswegen kann ich auch jedem, der Interesse an dem Meister der Lehre hat, empfehlen, seht zu, macht es. So viel Arbeit kostet dies nicht. Und da oben, es sieht nach einer Reichen. Ja, es ist eine Reiche. So. Arkankristall, yes or no? Ich sag ja. Und Arkankristall. Scheiße. Shit. No Arkankristall. Was willst du machen? Sternfall. Die Quest ist aber hinab in den Hügel, ist aber auch hier ein Sternfall, glaube ich, ne? Hoffe ich mal. Naja, wir werden es sehen. Sternfall, willkommen in Sternfallkrieger. In dieser Zeit der Not öffnen wir unsere Tore alle Reisenden. Kammerjäger am Werk. Unser Grabhügel wurde praktisch über Nacht befallen. In diesen Landen, Unbekannten,
In diesen Landen unbekannte heimtückische Kreaturen. Es ergibt gerade für mich keinen Sinn. In diesen Landen. Ach so, in diesen Landen, unbekannte heimtückische. Also ich hätte es eher so formuliert. Unbekannte heimtückische Kreaturen in unseren Landen sind aus unsichtbaren Eiern geschlüpft und sind in die Tunnel ausgeschwärmt. Ich finde den Satz fürchterlich. Auch so wie ich es jetzt formuliert habe, es ist eine Katastrophe. Aber ich finde dies grammatikalisch auch eine ganz, ganz, ganz große Katastrophe. In diesen Landen unbekannte heimische Kreaturen. Ja, dann hätte ich ja geschrieben, in diesen Landen nicht bekannte heimtückische Kreaturen. Ja, das wäre noch, dass der Satz, so könnte man ihn noch am ehesten formulieren. Aber so fühle ich mich immer an wie so ein Horst. Ja, wenn ich hier Probleme habe, solche einfache Texte vorzulesen. Meistens liegt es dann daran, dass ich es nicht richtig sehen kann, weil ich anscheinend eine Brille brauche. Aber hier kann man das ja gar nicht richtig vorlesen, weil mein Kopf sagt, nee, das macht ja gar keinen Sinn, wie der Schmarrn da steht. Naja. Wir sind nur wenige. So haben wir nichts weiter tun können, als ihr Vordringen aus dem Hügel zu verhindern. Wir waren gezwungen, Goblins aus der ewigen Warte anzuheuern. Sie behaupten, Ausrottungsexperten zu sein, doch bisher haben sie keinen Erfolg gehabt. Wenn ihr sie unterstützen wollt, dann betretet den Grabhügel westlich von dieser Hütte und sprecht mit Rinno Vorhangfeuer. Das ist auch ein schöner Name. In Sicherheit. Als diese Plage ausgebrochen ist, lagen glücklicherweise keine Druiden im westlichen Grabhügel. Es ist für uns jedoch noch immer eine heilige Stätte und in ihr befinden sich heilige Relikte, die schon seit langer Zeit dort unbehelligt ruhen. Obwohl ich den goblinschen Kammerjägern auf eine Art vertraue, bin ich außerdem mit den Besonderheiten vertraut, die ihr Volk ausmachen. Bitte bergt aus dem Grabhügel so viele Relikte, wie ihr finden könnt und bringt sie zu mir zurück, damit sie nicht beschädigt werden. Sie befinden sich in Urnen, die in kleine Nischen im Hügel aufbewahrt werden. Hat er damit indirekt gesagt, dass Goblins kleine Langfinger sind? Kann ja froh sein, dass ich keinen... Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt einen Goblin spielen würde, ob der Questtext entsprechend angepasst werden würde. Wahrscheinlich schon. Das wäre auf jeden Fall sinnig. Ich glaube übrigens, dass hier jetzt auch noch eine Quest auf uns wartet. Das ist denn die Quest hier. Na, keine Ahnung, wird gerade gar nicht angezeigt. Keine Ahnung. Weil wir haben da ja noch ein Ausrufungszeichen gesehen. Aber vielleicht wird das jetzt dadurch ersetzt, dass wir halt dahin geführt wurden. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Vorhangfeuer, ja. Kammerjäger am Wert, am Werk. Meine Familie hat jahrelang Schwärme zunichte gemacht. Nicht, dass wir uns für ein wenig bezahlte Hilfe zu schade wären. Sehr gut, noch jemand zum Mitanpacken. Ich hoffe nur, der Elf oben hat euch nicht zu Tode gelangweilt. Wir haben hier eine Menge Ungeziefer zu vernichten. Hinab in den Hügel. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo all diese Käfer hergekommen sind. Ich vermute, dass der Kataklysmus ein paar ihrer Nester im Untergrund aufgewühlt hat, von denen wir keine Ahnung hatten, dass sie existieren. Aber es nützt nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, da wir sie ohnehin töten. Räuchert sie aus. Meine Geschwister sind schon weiter unten im Hügel und versuchen, mit diesen Käfern fertig zu werden, aber sie werden langsam von ihnen überwältigt. Ich sage, es wird Zeit, diese Höhle auszuräuchern. Nehmt diese Räucherapparate, aber setzt sie nicht selber ein. Dazu muss man ein guter, ausgebildeter Profi sein und das richtige Timing haben. Findet meine Geschwister und verteilt die Geräte an sie. Remmer sollte sich in der Nähe des Eingangs befinden. Begebt euch dem Gang entlang und haltet euch recht, sobald ihr die Rampe runtergeht. Na gut. Das sind jetzt aber keine Käfer, das sind Spinnen, mein Lieber. Das sind Spiders, die komisch blau sind. Ich sollte doch den Gang, ja, da hinten ist er auch schon. Da ist auch eine Urne. Komisch, dass die ihre Relikte einfach hier so im Gang in so einer dreckigen Urne stehen haben lassen. Also, na gut. Eben das, was er meint. Ihr bringt mir den Käfer tot, wie? Ich schätze, dann geht das wohl nicht anders. Ich werde den hier jetzt vorbereiten. Der nächste ist für Marcy. Sie ist weiter unten im Hügel. Geht diesen Gang entlang und sucht nach ihr in der nächsten Hauptkammer.
Das finde ich auch mal ganz lustig, dass, dass wir jetzt nicht alle auf einmal, beziehungsweise, dass die Quest uns jetzt zu vier verschiedenen Goblins führt, sondern einer nach dem anderen. Und jedes Mal haben wir so eine einzelne Quest, wenn jeder 4000 Erfahrungspunkte bringt. Und wir meinetwegen vier Geschwister haben, dann kommen wir insgesamt auch auf 16.000 Erfahrungspunkte. Da kann man sich dann also wirklich nicht beschweren. Oh, das war ein Crit. Ist hier noch einer drin? Hier, das riecht doch nach Urne. Ja, da. Ah, jetzt können wir so langsam mal Kühe schauen. Da ist noch eine Urne. Wir müssen natürlich auch irgendwie finden, ob wir irgendwie schauen, ob wir hier den Ursprung dieser Plage finden. Das ist ja irgendwie so eine Art Brutmutter oder irgendwie irgendwelche Eier geben, die hier irgendwo noch lagern, die wir dann irgendwie vernichten müssen. Keine Ahnung. Ich habe nicht damit gerechnet, hier unten einen Fremden zu treffen. Räucherapparate von Rinno. Oh je. Rinno hätte uns ruhig mehr Unterstützung schicken können als nur euch, Krieger. Ich werde den jetzt hier aufstellen. Begebt euch von diesem Raum aus nach Norden durch den Gang und sucht nach Sana. Sie hat sich vermutlich in der letzten Kammer verirrt. Also seht auch in den Seitengängen nach, sobald ihr dort eintrifft. Nach Norden. Norden ist hier. Also müssen wir in diese Richtung. Das war kein Crit. Das war aber gerade ein Crit. Aber hat trotzdem nicht gereicht, um für einen One-Hit. Nicht gereicht. Muss ich nach da oben? Ah ja, hier. Hä, kommt man hier nicht hoch? Doch, von der Seite hier. Wollt gerade schon sagen. Ich schnetzel mich hier komplett durch. Und die Goblins einfach nur stehen und warten, bis ich zu ihnen komme. Ach, guck mal hier, die Wühler, das sind extra Kreaturen. Also müssen nicht nur einfach irgendwelche Viecher töten, sondern auch halt gezielt noch solche Wühler. Und diese Wühler scheinen hier erst in den hinteren Bereichen zu sein. Ach, hier. Oh, okay, das hat nicht funktioniert. Da war der... Ach nee, ich hab's gar nicht aktiviert. Oh, schau mal einer an. Hä, ich hätte schwören können, ich hab's aktiviert. Nein, Moment. Zack. Lags. In letzter Zeit öfter mal Lags hier wieder mit Vodafone. Keine Ahnung, was das soll. Was macht ihr hier? Na. Seht ihr? Lex. Rinno hat euch geschickt und ihr habt Räucherapparate dabei. Pfui. Heda Krieger, mögt ihr Fleisch oder besser mögt ihr Geld? Einer meiner Cousins zweiten Grades verdient sich eine goldene Nase mit Tiefkühlfleisch. Er hat eine Räuchergrube oben im Norden eingerichtet und er braucht dringend bei der Jagd auf all die gefährlichen Bestien, die gewöhnlich so vorzüglich schmecken. Er braucht Hilfe, wohlgemerkt. Fleischfresser zahlen gut. Ich bin hier zu sehr in diesem Grabhügel beschäftigt. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich kann also dem Tipp genauso gut an jemanden wie euch weitergeben tauchen. Sein Name ist Jess. Begebt euch nach Nordosten und haltet einfach Ausschau nach dem Rauch.
Dass wir hier im Untergrund noch so eine Quest bekommen. Boah, ey, diese Lags. Hier, guckt euch das an. Von nichts steigt das wieder hoch. Danke, Vodafone. Oder es ist wie Blizzard. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist aber richtiger Abfuck. Das nervt mich. Ja, guck mal an. Ey. Das ist gut, dass wir ja am Ende des Parts angelangt sind. Ich will jetzt nur noch raus hier. Und dann mache ich auch Schluss. Ja, eigentlich wollte ich eine längere Aufnahmesession machen, aber sowas verdirbt einem dann auch immer wieder den Spaß. Also... Ja, gebt euch das. For fuck's sake, ey. Dreckiges Vodafone. Generell könnte ich das jetzt eigentlich mal wieder nutzen, um eine richtige Hasstirade auf diese verdammten Internetanbieter zu schieben, weil es kann nicht wahr sein, dass die das bis heute nicht schaffen, eine ordentliche Internetverbindung herzurichten, wenn sie eine entsprechende, es geht mir nicht mal darum, dass wir nicht überall 2 Milliarden Mbits haben, ja, und überall top ausgebautes Internet. Es geht mir darum, dass diese verdallemeiten Internetanbieter es nicht schaffen, das zu liefern, was sie versprechen. Und zwar rund um die Uhr. Ich meine, was ist denn das für ein Zustand? Das ist doch letztlich nichts anderes. Nichts anderes. Als wenn du bei den Stadtwerken Wasser beziehst und ab und zu, beziehungsweise regelmäßig, wenn man sich's mal wirklich überlegt, regelmäßig kommen dann nur ein paar Tropfen aus dem Wasserhahn. Ja, du möchtest abends deine Zähne putzen, geht nicht, weil nur ein paar Tropfen aus dem Wasserhahn kommen. Ja, so ein Ding ist das. Und dieses Scheißviech geht mir auch auf die Nerven. Ja, guckt euch das an, das ist not playable. 427. Unfassbar, ey. Unfassbar. Und dafür zahlt man dann Geld. Ich meine, wenn das eine Leistung wäre, die umsonst wäre, dann könnte man ja darüber nachdenken. Aber sie ist ja nicht umsonst. Und hier läuft auch nichts im Hintergrund. Ich lade nichts hoch. Nix. Ja? Es ist einfach... Ich will jetzt natürlich wieder nicht schimpfen. Warte mal kurz. Ich will schon schimpfen, aber ich guck mal kurz. Vodafone. Aktuelle Störung. So. Ja, massivst. Massivst schnellt es wieder hoch hier. Nice. Richtig schön. Ja, na gut. Liebe Leute, dann mache ich hier Schluss. Ist eh jetzt nicht playable mehr für den Moment. Gut, dass wir den Part hier störungsfrei spielen konnten. Und dass es erst am Ende aufgetaucht ist. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich lagfrei, dann machen wir weiter. Hier im Winterquell und mit World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao.